Ghost Actual, Nomad hier. Bin bereit, Sphinx auszuschalten. Verstanden? Roger, ich höre. Sphinx ist ein alter Kollege von uns. Anthony Berkeley. Hat sich Walker angeschlossen. Sphinx ist Stones Killer bei der Operation gegen die USA. Er schaltet jeden aus, der sie stören könnte. Wir haben keinen Standort, aber angeblich hat er sich in einem nahegelegenen Lager mit Nachschub versorgt. Verhören Sie die Sentinel-Offiziere dort. Einer von denen weiß bestimmt, wohin er wollte. Er wird unseren Namen nicht mehr lange beschmutzen. Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Breakpoint Episode 3. Und zwar wie heißen die noch? Lieutenant. Der da ist Sphinx. Was müssen wir hin? Wohin müssen wir? Sentinel-Kommandanten verhören, um rauszufinden, wo er ist. Okay. Checken wir mal gerade, wo haben wir denn hier eine kleine Basis? Da könnte was sein. Da unten. Da ist aber bestimmt kein Commander dabei. Aber ich gehe trotzdem mal dahin. Vielleicht ist da ja auch jemand, den wir verhören können. Kann bestimmt mit der Drohne auch so gucken. Ach nee, da hinten steht schon, wo wir die verhören müssen. Okay, gut, alles klar, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Gab es kein näheres Biwak? Muss es unbedingt ein Biwak einen Kilometer entfernt sein? Und warum kann man hier nicht Fallschirm springen? Geht's von diesem Stein wahrscheinlich nicht? Oder? Doch. Gut. Kommen wir immerhin ein bisschen näher ran. Und müssen nicht so ewig weit laufen. Ja, schon belastend, wenn man keine Fahrzeuge am Biwak ruft. Oder rufen kann, wenn man es deaktiviert hat. Hab ich nicht aufgepasst. Jetzt flatschen wir gleich ins Wasser. Was war das denn? Hätten locker noch können 10 Meter weiter gleiten. Naja. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen. Oh nein, ich habe Voice Attack wieder vergessen zu starten. Immer dasselbe mit mir. Immer dasselbe. Immer wenn ich nur eine Folge aufnehme, oder nur vorhabe, eine Folge aufzunehmen, dann vergesse ich irgendwie immer Voice Attack. Wenn ich vorhabe, mehrere Folgen hintereinander aufzunehmen, dann denke ich meistens dran. So, in diesem Bereich sollen wir also einen Commander verhören. Gucken wir doch mal, wo einer ist. Ich wollte mich eigentlich hinter den setzen, aber was soll's. Hier ist ein Kommandant, aber den kann man nicht verhören. Da sind normale Infos. Jetzt nehmen Sie sich die Drohnenproduktion vor. Ihr nächstes Ziel könnte alles sein. Macht euch da ist einer. Bereit. Hier ist auch alles ruhig. Bestätigt. Verstanden. Den schnappen wir uns. Schön weit weg vom Schuss. Da haben wir direkt einen Heli. Und nur aufpassen, dass da nicht noch irgendwo ein anderer ist. Kann ich mal Sensorgranaten da überall hinwerfen. Okay, das ist der Einzige, der da ist. Sehr gut. Hier bei mir ist nichts zu sehen. Oh shit. Hier ist auch alles ruhig. Wo ist eigentlich... Zum Glück reagieren die Gegner nicht darauf, wenn ihre Kollegen, mit denen sie sich gerade unterhalten, plötzlich aufhören zu sprechen. So, jetzt holen wir hier hinter den Stein und verhören den Dude. Wo ist dein Boss? Wer? Willst du sterben? Der Wolf mit der Todesliste. Die sehen alle gleich aus. Man kann die nicht unterscheiden. Versuchen Sie es auf der Insel im Westen. Der Wolf, der für diese Region zuständig ist, hat in dem Lager dort sein Hauptquartier. Mehr weiß ich nicht. Wow, das war knapp. Ghost Actual, hier ist Nomad. Das ist komisch. Meine Berichte widersprechen sich. Sieht aus, als wäre er an zwei Orten gleichzeitig. Oh, da wir sonst nichts haben, sehen Sie sich beide an. Aber seien Sie vorsichtig.
Wenn er Ärger riecht, taucht er wieder unter. Okay, werde ich machen. Nomad out. Hat er noch Infos? Warum kann ich... Nun, dann komm mal wieder hoch da. Ne, siehst du, nee, der ist tot. Aber irgendwie... Er ist lebendig tot. Kannst du jetzt mal tot sein? Danke. Okay, das war... Das war ein Gegner, okay? Das war ein Gegner. Das war ein böser Gegner. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Dahin und dahin und dahin. Drei Orte. Das war ein Kriegsverbrechen, ja, da sind wir uns alle einig. Aber ja. Ich schäme mich auch, tatsächlich. Also wirklich. So. Hallo Wildschweine. So hätte ich jetzt eben den Pling von der passiven Echelon-Fähigkeit mit der Pistole nicht gehört, wären wir entdeckt worden. Definitiv. Auch wenn ich sehr spät realisiert habe. Okay. Shit, das ist der da reingegangen. Nein. Ach, da ist er. Gut, okay. Wenn wir mal da reingucken, was da ist. Gibt's hier Infos irgendwo? Ist das ein Suchgebiet? Was ist das? Eine Kiste. Karte sehe ich halt leider nichts. Ich habe die Einsatzziele nicht aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Wo die eigentlich überall aktiviert sind. Blinkt hier irgendwo irgendwas? Ich drücke einfach mal überall E. Auch nichts. Da vielleicht. Da ist ja erst recht nichts. Muss eigentlich da unten sein. Hm. Oder auch nicht. Ich meine, er hat eben auch nur was von zwei Standorten gesagt. Und die haben wir noch da, also... Bin ich hier falsch? Ich bin hier falsch, oder? Ich bin ja gar nicht richtig. Ich geh mal wieder weg. Wieder zum Heli. Doch, 50 Meter. Da. Oben bestimmt. Gehen wir mal gucken. Da sind Infos. Ach, das ist ja tatsächlich. Eine Nachricht an der Karte von Berkeleys Lager. Trainingszone. Okay. Tunnel, bla bla. Okay, alles klar. Hier bei mir ist nichts zu sehen. Hier drüben ist auch ein. Achso, okay, gut. Nehmen wir einen Biwak. Ist auch so komisch, dass man da wirklich nur eine Art Daten dann rausnehmen kann, weil wenn man ein Foto gemacht hat, sind die verschwinden die restlichen Informationen, ja, das weiß ja jedes Kind. So, den Heli haben wir da unten im Hochpark, ne? Ja. Wo sind die Kameraden?
kommt da den Berg runtergerutscht. Fury fehlt. Wo kommt sie? Oder ist das andere Fury? Keine Ahnung, das sah alles gleich aus. Okay, das verfixelt, also ist Fury, die hinter Medi steht. Willst du jetzt einsteigen oder nicht? Ich meine, Haley ist bewaffnet, also theoretisch könnten wir auch mit dem Haley einfach rein. Alles ruhig hier. Verstanden, keine Aktivität, hier auch nicht. Hallo. Naja, und dann dreimal daneben geschossen. Keinerlei Bewegung. Verstanden, in diesem Gebiet Kontakt negativ. Das ist nach oben, ne? Ja. Roger, verstanden, hier auch. Das zwei? Nee, nur der eine, okay. Das war drei, vier, fünf, sechs. Warte mal. Ich kann jetzt nicht da hochgehen. Das ist schlecht. Wo ist der? Oh, ist ein Raketenschütze. Ich könnte theoretisch trotzdem hoch. Und bis der anfängt. Das ist nicht hoch, das war runter. Bis der feuerbereit ist. Hallo. Fuck! So. Gut. So. Nein, das wollte ich nicht. Toll. Ich wollte das hier. Arrow, ja. Ja, wir haben es mit Drohnen probiert. Nichts gefunden. Ist entweder unterirdisch oder gut versteckt. Die Hälfte meiner Ziele ist da. Skell, Madeira, Fury. Und die Ghosts anscheinend auch. Höchste Zeit, da mal aufzuräumen. Arrow zu finden hat höchste Priorität. Oh je. Suchen nach Arrowborn. Alles klar. Naja, nicht mehr lang, würde ich meinen. So, Eli. Und den Helium. Helium. Ich erinnere mich daran. Wir müssen jetzt mit den Infos, die wir hier haben, herausfinden, wer unser Ziel ist. Er verwendet regelmäßig ein kleines Walkie-Talkie. Ja, und wenn er flieht, macht er sich vom Acker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja eine Riesenbasis. Ich setze mich mal in den Busch. Und pack die Drohne aus. Wir müssen alles nach Infos absuchen. Was sollen wir hier untersuchen? Infos. Nur die Infos, oder wie? Wie haben wir... Ah ne, hier sollen wir. Ne, doch. So, wir haben hier einen Wolf, zwei Wolves, drei Wolves, vier.
Und vier Wolves, okay. Nun. Alarmbereitschaft, Kontaktschäden bevor. Ja, das ist mir bewusst. Hier ist nichts. Hier ist auch ganz ruhig. Kein Kontakt. Roger, verstanden. Ihr auch. Vier Wolves waren es, ne? Zwei da vorne. Beziehungsweise eine patrouilliert da rum, der andere steht da. Nein. Gutes Ding, Ghost Lead. Das war ein Profi. Sphinx hackt seine Todesliste ab. Ich muss ihn aufhalten. Guck da. So. Nachschlagen. Mitten im Feindgebiet. Ah, das ist die. So sieht er also aus. Ein Foto von ihm. Blöd, dass man es nicht größer machen kann. Ich habe keine Ahnung, was hier so rumpoltert. Nachbarn halt. Alter, was geht da ab? Ich weiß nicht, hört ihr das? Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Okay, also hat so eine Kapuze, eine schwarze Maske und ein Walkie-Talkie halt, ja. So, das waren die vier. Alles sauber hier. Gut, und dann jetzt zum größeren Teil der Basis. Prima. Prima. Schauen wir uns das mal an. Ich schaue es mir mal von hier aus mit der Drohne an. Dann gucke ich, wo wir da... Hier können wir rein. Such nach Aufklärungsdaten. Oh shit. Wir sind falsch. Also, wir sind an einer schlechten Position. Ich habe ja gesagt, ich erinnere mich an die Mission. Ich weiß auch ungefähr, wo der Typ ist. Aber von hier aus kommen wir schlecht ran. Ich weiß, dass er manchmal hier die Treppe hochgeht. Zumindest war das damals so. Also eigentlich wäre es besser, wenn wir dort rein könnten. Oder da. Dann hier noch ein Scharfschützen. Da haben wir einen Scharfschützen. Dort ist noch ein Scharfschützen. Da ist keiner. Ja, und hier wimmelt außerdem nur so von Gegnern. Es kann natürlich auch sein, dass es pro Safe Game unterschiedlich ist, wo der Typ rumläuft. Beim Heli kommen wir nicht weit. Gegen den Scharfschützen wahrscheinlich. Aber man, dass wir so reinkommen. Ach, wie gern hätte ich jetzt die Tarnung. Wie gern hätte ich jetzt die Tarnung. Oh, ein Depot. Aufgepasst. Ich glaube, das dumpfe Gefühl, wir werden auf jeden Fall entdeckt. Da hinten in dem Turm ist keiner. Ich weiß, dass hier oben einer ist. Da ist er. Phänomenal. So. Drohnen haben wir auch hier drin. Aktiviere Nachtsichtgerät. Meine ist auch an. Da ist einer drin. Well, well.
Hier ist auch einer drin. Bestimmt. Keine Ahnung, sehe ich nicht. Komm, kommen wir denn noch rein hier? Hoppala, Bäume. Ist irgendwo ein Loch in der Mauer? Außer da hinten? Nicht so wirklich, ne? Da durch den Haupteingang, das ist so semi-gut. Ich gehe außen rum. Das andere Turm, aufpassen. Den Turm habe ich gar nicht geguckt, gell? Doch, da ist ein Sniper und zwar direkt da vorne. Ich mache einen Scan der Umgebung. Wenigstens gehen wir nicht blind rein. Das war perfektes Timing, Fury. Ich hätte den sonst nicht gesehen. Wir dürfen leider auch keinen Alarm auslösen. Ich gehe noch mal hinter dem Stein in Deckung. Ich denke, hier sind wir nah genug dran, dass wir gut die... ausspionieren können, um zu sehen, wer es ist. So, schwarze Maske und Kapuze. Meldet euch, wenn ihr fertig seid. Out. Da hat jemand gesprochen, da hat jemand gesprochen. Wo ist er? Direkt unter mir. Hier. Gut, dann wissen wir, wo er ist. Wie ich gesagt habe, es ist einfach. Ne? Gut, wir müssen wissen, was uns erwartet. So, hier ist noch ein Sniper. Irgendwo. Seh dich. Jetzt nicht mehr. Das ist schlecht. Denn so als Scharfschütze sieht er mich natürlich. Ich sehe ihn nicht. Setze die Nachtsichtbrille auf. Keine Ahnung, ich sehe ihn nicht. Er ist nicht da. Ich muss mich zuerst um den kümmern, sonst. Ist er das? Ich schalte auf Nachtsicht. Ich weiß es nicht. Verdammt. Alles klar. Ich setze meine auch auf. Fury? Ja, sehr gut. Kann ich da durchschießen? Ich hoffe es. Jawohl. Gut. So. Und dann checken wir mal hier. Wenn er wieder funkt. Alter. Ah, vielleicht nicht am Stein hängen bleiben, bitte. Mich hier hinter den Stein, damit die mich da nicht direkt entdecken. Und dann. Ich hoffe. Ah, gut, der kann ja nicht da hoch, oder? Keine Ahnung. Oh. Ist er das da drin? Ich meine, er hat was von Maddox und so gelabert. Wenn er das ist. Ja, Fury, bitte. Perfektes Timing. Fury. Ja, ich hab Angst. Moin. Er war es tatsächlich. Cool. So, da haben wir die Todesliste. Kommen wir jetzt nochmal raus. Ich hoffe es. Keine Bewegung hier drüben. Oh wei, oh wei. Lalalala. Boah, was. Was eine saubere Mission. Alter Schwede. Krass. Hahaha, geil. Nomad. Sie haben meine Vision zerstört. Mein Momentum, meine. Ich verschaffe mir einen Überblick. Jetzt sind wir nicht mehr blind. Nicht vergessen.
Man wird mich nicht vergessen. Ich habe genug Drohnen und Gas, um ein Zeichen zu setzen, um Amerika bluten zu lassen. Millionen werden leiden, wenn es sein muss, um mein Vermächtnis zu festigen. Die Welt wird sich verändern. Ich tue, woran Walker gescheitert ist. Ich verändere die Welt nach meiner Vorstellung. So krank er auch war, Walker hatte Ideale. Sie haben gar nichts. Walker ist tot. Erledigt. Er ist ein Schandfleck, der bald aus der Geschichte getilgt wird. Das ist mein letzter Akt. Ich habe überlebt. Der Vorhang wird fallen und ich triumphiere. Nice. Und das, Trey Stone, hart wie Stein. Gehen wir in der nächsten Folge an, was dann gleichzeitig die letzte Folge von Episode 3 sein wird. Gut, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.